Nein, ich werde euch natürlich nicht nochmal alle Rechner zeigen, die hier rumstehen, sondern ich werde euch das zeigen, kurz und schmerzlos, was im Endeffekt auch noch nicht auf dem Prüfstand stand. Und zwar dieser Rechner, auch damals, was heißt auch, 10 Euro beim Trödel gekauft, mitgenommen, schweres Ding, alte Maschine, Intel Pentium. Drei Inside wurde auch schon dann rumgeknibbelt, leider. An sich, Diskettenlaufwerk, CD-ROM, okay, ein Powerknopf, ein lackiertes, schlecht lackiertes Stück Blende. Dann hier noch eine andere, ja, ich weiß nicht, ob noch eine Festplatte hinter ist. Kann aber sein, dass das nur so ein bisschen Staubschutz ist und da vorher auch die Blende fehlte. An sich, er hält nicht mehr ganz so gut zusammen. Ihr seht, das kriege ich leider so los. Das ist das Einzige, was mich da auch schon beim Trödel gestört hat. Aber für 10 Euro habe ich gedacht, komm, nimm das Ding mit, guck, was das überhaupt noch kann. Und das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist ein Fujitsu Siemens. Ne? Hat hinten noch die alten Steckervarianten zum Durchschleifen. Das sieht dann so aus. Sekunde. Da bin ich auch schon wieder. Im Endeffekt an sich unten eine Netzwerkkarte drin. Ne? Dann hier ein typisches Mainboard Standardfaktor. Wie ihr seht, auch noch mit den etwas älteren Anschlüssen. Nur USB 2.0. Das reicht aber vollkommen. Normalen VGA-Ausgang auf dem Mainboard selber. Das heißt, er hat also eine VGA-Grafikkarte, die ich benutzen kann von vornherein. Und hier oben, das ist das, was ich mit altmodisch meine. Denn erstens, es waren nicht diese kleinen Kippschalter dran. Und zweitens, man konnte alten Monitore direkt damit durchschleifen, damit über einen Knopfdruck quasi der Monitor, wupp, bei dem klappt es nicht, sondern bei den alten, damit nämlich Monitor und Computer gleichzeitig angingen und man nicht separat Knöpfe drücken musste. Nun gut, ich würde sagen, ein paar Minuten haben wir noch, sprich, lasst uns die Kiste einfach mal anstellen. Moment, ich stelle mal hier wieder alles normal. Kurz ein wenig aufgeräumt. Sachen beiseite. So, wie gesagt, er steht. Er ist an sich angeschlossen. Wartet nur auf den Startschuss. Das heißt für mich, ich positioniere euch mal richtig. So, dass ihr zumindest etwas seht. Ich muss auch den ganzen Monitor anders hinstellen, weil leider ist das VGA-Kabel zu kurz. Oder ich stelle den Rechner natürlich anders hin. Das geht auch. Dann kann ich euch aber nicht zeigen, was hier so noch funktional sich tut. So. Das heißt, einfach mal ein bisschen drehen, ein bisschen zurechtzupfen, dass ihr den Monitor drauf habt. Genau, das ist die Sache, die ich vorhabe. Das heißt, ich gebe unten, das seht ihr nicht, unten an der Steckdosenleiste kippe ich den Schalter um. Dann mache ich an sich den Monitor an. Oh. Rechner zuckt schon. Auf Dauerstrom finde ich gar nicht nett. Das kann sein, dass da schon was falsch angeschlossen ist. Ah, Moment, Moment. Oh, der bootet sogar schon. Bootmenü mit Ladebalken, okay. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich ist der nur, Mann, falsch eingestellt. So, tut sich überhaupt was? Also, bleibt mal hier am Bildschirm. Also, im Moment, beide Lampen leuchten. Einmal natürlich die für die Energie. Ah! Ich lasse sie mal schlummern. Also, das heißt natürlich, die Batterie ist einmal leer. Und ich mache einfach mal weiter. Offiziell auf dem alten Aufkleber steht, da war mal Windows 2000 drauf. Wenn dem so wäre, wäre das mal der erste Kontakt quasi mit mir und Windows 2000, weil den hatte ich bis heute noch nicht.
manchmal muss man den Sachen Zeit geben. Ja, das wäre schon. Okay. Das heißt, es ist keine Festplatte vorhanden. Aber das heißt auf jeden Fall, das Gerät funktioniert. Und ich schätze mal, da hat sich beim Verkabeln der Vorgänger nur vertan, weil ich habe an sich hier die ganze Zeit Dauerleuchtung, Beleuchtung. Warum da ein Briefsymbol ist, weiß ich nicht. Ich kenne das an sich, dass da ein Reset-Taster sein sollte, aber das ist an sich, das ist eine LED und kein Reset-Taster. Gut, was mich wunderte auch natürlich, dass er direkt anging, ohne dass ich was gemacht habe. Ich guck mal, ob er auch einfach so ausgeht. Moment. Ah, okay. Also das heißt, da ist auf jeden Fall eine Verkabelung falsch, weil er jetzt gleich direkt wieder angeht, wie ihr seht. Das ist quasi der Power-Knopf als Reset-Button. Ne? Wir können mal eben noch mal ins BIOS-Setup gehen. Gucken, was drin schlummert. Also Pentium 3, 733 MHz. IDE Drive, das ist also das CD-ROM. Gucken. Du bist ein CD-ROM. Genau. Oh, schön nostalgisch noch mit Lautstärke für den Kopfhörerausgang. Genau, Diskette 1,4. Basisspeicher 640 KB. Bootoption. Hold on all errors, fast boot enabled, enable AGP, VGA boot menü und so weiter. PC darum, Diskette, Hard Drive, Netzwerk, Booting. So, Netzwerk geht mir zum Beispiel schon mal auf den Sack. Remove Device. Sind Sternchen. Ja, ich will das nicht. Ja, genau. Mach weg. Nur expense all space enable design device. Warum machst du das dann nicht, wie ich das möchte? Du kleines Miststück. Okay, nicht länger mit aufhalten. Erstmal genug. Also, das steckt schon mal drin. Ich würde sagen, auf das Nähere gehe ich ein andermal ein, weil ich wollte euch an sich ja den gar nicht zeigen. Den wollte ich noch ein bisschen zurückhalten. Aber ich will hoffen, da freut ihr euch auf jeden Fall, weil hier wird auf jeden Fall Windows 95 laufen. Ne? Pentium 3, 7, ja doch, sollte funktionieren. War so gerade die Schiene auf 98. Gut, ich würde sagen, wir speichern das alles. Dann macht er wieder seinen Dienst. Aber ausschalten ist wahrscheinlich nicht. Lass man eben noch mal arbeiten. Sehe ich auch das erste Mal, dass ich zum Beispiel hier einen Ladebalken habe. Ne? Und da merkt man an sich, wie die Zeit heutzutage schneller vorbeigeht. Damals hatte man halt mehr Zeit für Rechner. Oder was heißt, man hatte mehr Zeit? Man hat ja mit diesen Rechnern gearbeitet und irgendwann kam dieser Moment, wo einem das halt schnell vorkam.
Gut. Also, wir beenden das Ganze jetzt hier. Möchte hoffen, ich habe euch nicht enttäuscht mit dem ganzen Video. Ne? Aber das hier wird auf jeden Fall noch ein kleines, schönes Bastelobjekt. Ne? So wie sie damals natürlich waren. Also das ist wieder, ne, ich mache es jetzt nicht im Betrieb. Massiv, richtig massiv. Vorne natürlich wieder Kunststoff, aber ansonsten eine schöne alte Kiste, die hier nicht ausbleiben wird. Ich lasse jetzt mal los. Doch. Okay. Nun gut, muss ich mir trotzdem von innen angucken. Weil normalerweise müsste das ja ausgehen. Also da ist wahrscheinlich nur eine kleine Verkabelung verkehrt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich verabschiede mich. Nein, wir haben keine Baustelle mehr. Und möchte dennoch hoffen, dass ich euch da zumindest eine Freude mitgemacht habe. Ne? Ich finde es immer wieder nostalgisch schön, wenn die Dinger einfach nur rumsurren und hochfahren. Da bin ich immer noch ein Freund von. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall natürlich wieder, auch mit diesem Gerät. Ich habe noch was anderes, aber das seht ihr natürlich noch in anderen Videos. Also, bis dahin, keine Sorge, ich gucke, dass ich irgendwie noch einen Arbeitsspeicher für das Ding auftreibe, denn schließlich möchte ich es ja benutzen. Und das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin möchte ich hoffen, dass ihr einfach einen schönen Tag habt, einen schönen Abend habt und ihr einfach wieder dabei seid, wenn das heißt, Dirk der verrückte Hund macht mal wieder verrückte Dinge mit Computern. Also, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Und was ihr macht, ist eure Sache. Na dann, tschüss.